Ich bin wieder da und ich habe euch was mitgebracht, und zwar ist es der CSAS, die Computerspielabhängigkeitsskala. Und mit diesem Fragebogen, was ein psychologischer Test ist, wollen wir klären, ab wann ist man denn überhaupt computerspielabhängig und wie ihr euch testen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran! Die Computerspielabhängigkeitsskala oder kurz XAS ist ein psychologischer Fragebogen zur Erfassung der Internet Gaming Disorder und wurde erstellt von Rehbein und Kollegen. Der Fragebogen ist zu erwerben unter testzentrale.de für läppische 106 Euro. Affiliate Links unten in der Videobeschreibung. Nicht. Mit der zunehmenden Bedeutung von Computer- und Videospielen behaupten viele, dass die Zeit, die mit Video- oder Computerspielen verbracht wird, ein guter Indikator dafür ist für problematische Nutzung solcher Medien. Aber das ist Bullshit. Vielmehr setzt eine diagnostische Urteilsbildung voraus, dass bestimmte Kriterien erfasst werden, welche motivationale Grundlagen und die individuellen Folgen des Spielverhaltens in klinischer Weise abbilden. Und genau das macht dieser Fragebogen. Er ist in der Lage, zwischen unauffälligen, riskanten und Spielverhalten mit Abhängigkeitspotenzial zu differenzieren. Aber wie genau macht er das? Die Internet Gaming Disorder bzw. die Computerspielabhängigkeit ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine anerkannte psychische Störung, wird aber im amerikanischen Klassifikationssystem für psychische Störungen, dem DSM-5, als Forschungsdiagnose gehandhabt. Nach aktuellem Stand leiden 1,9% der deutschen Bevölkerung unter der sogenannten Computerspielabhängigkeit und ja, Männer sind davon häufiger betroffen als Frauen. Aktuell geht man davon aus, dass eine psychische Störung durch Spielen vorliegt, wenn mindestens 5 der folgenden Kriterien in den letzten 12 Monaten erfüllt sind. Symptom Nummer 1. Gedankliche Vereinnahmung. Übermäßige Beschäftigung mit Spielen. Der Betroffene denkt ständig an Videospiele und macht es zu seiner Hauptaktivität. Symptom Nummer 2. Entzugserscheinungen. Entzugssymptomatik, wenn das Spielen von Spielen wegfällt. Typischerweise Symptome wie Reizbarkeit, Ängstlichkeit oder Traurigkeit ohne körperliche Zeichen eines Entzugssyndroms, wie zum Beispiel bei Alkohol. Und das dritte Symptom, Toleranzentwicklung, das Bedürfnis, zunehmend mehr Zeit mit dem Spielen von Spielen zu verbringen. Symptom Nummer 4, Kontrollverlust, erfolglose Versuche, die Teilnahme an Spielen zu kontrollieren. Und Symptom Nummer 5, Interessenverlust. Interessenverlust an früheren Hobbys und Freizeitbeschäftigungen als Ergebnis und mit Ausnahme des Spielens von Spielen. 1, 2, 3, 4, 5, wo sind wir? Bei Symptom Nummer 6. Psychosoziale Probleme. Fortgeführtes exzessives Spielen von Games trotz der Einsicht in die psychosozialen Folgen. God damn it! What did you do? Nothing! Symptom Nummer 7. Lügen und Verheimlichen. Täuschen von Familienangehörigen, Therapeuten und anderen wichtigen Personen bezüglich des Umfangs des Spielens von Spielen. Und jetzt zum Symptom 8 und 9. Jetzt wird's spannend und gefährlich. Nämlich dysfunktionale Gefühlsregulation, Nutzen von Spielen, um einer negativen Stimmungslage zu entfliehen oder sie abzuschwächen, wie zum Beispiel Gefühle wie Hilflosigkeit, Angst und Schuldgefühle. Und last but not least, Symptom Nummer 9, Gefährdung oder Verlust einer wichtigen Beziehung, der Arbeitsstelle oder Ausbildungs- bzw. Karrieremöglichkeit aufgrund der Teilnahme an Spielen. Das ist das Symptom Gefährdung und Verluste. Und jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung der 9 Symptome. Potenzielle Risikofaktoren für die Ausbildung einer Computerspielabhängigkeit sind zum Beispiel Einsamkeit. Aufmerksamkeitsprobleme oder eine erhöhte Impulsivität? Nein, doch. Soziale Unsicherheit und Schüchternheit? Fehlende elterliche Unterstützung oder selbst zockende Eltern? Oder super gute Schulleistungen, wo Lehrer sogar Noten vergeben, die es gar nicht gibt? Dreh's mal um. Oh. So, jetzt ist es aber an der Zeit, dass ich mich mal selbst teste. So, das sind wir nämlich jetzt auch schon. Jetzt machen wir mal den Online-Test. Hier kann man nämlich zwischen stimmt nicht und stimmt genau bewerten, inwiefern die Aussagen auf einen zutreffen. Und dann gucken wir uns einfach mal hier Frage Nummer Uno an. Also,
Ich habe das Gefühl, dass Computerspiele für mich immer wichtiger werden. Na klar, stimmt genau. Nein, doch. Frage Nummer 2. Ich bin so häufig und intensiv mit Computer- und Videospielen beschäftigt, dass ich manchmal Probleme in der Schule bzw. Arbeit bekomme. Naja, also, ich geb's ja nicht zu, aber auch das stimmt genau. Okay, machen wir einfach mal weiter. Wegen des Computerspielens habe ich schon einige enge Beziehungen, Freundschaften aufs Spiel gesetzt und verloren. Naja, auch das würde... Warte mal, Doc? Ja? Was stimmt mit mir nicht? Meiner Diagnose zufolge bist du, naja, hässlich. Ja, das weiß ich ja, aber bin ich computerspielabhängig oder was? Achso, sag das doch gleich. Also mach dir mal keine Sorgen, anhand eines Tests kann man niemals so eine psychische Störung diagnostizieren. Da müssen immer noch viel mehrere Tests folgen, ja. Verhaltensbeobachtungen, andere Fragebögen oder Interviews, anhand derer man einfach die Ergebnisse des Fragebogens definitiv noch absichern kann. Also, du bist einfach nur hässlich. Okay. Verstehe. Wieso macht mich das nicht gerade unbedingt glücklicher? So, das war's jetzt erstmal. Wenn ihr Lust habt, den Test selber zu machen, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Dann lasse ich euch über die private Nachricht in YouTube, wie man auch das immer nennen mag, einen personalisierten Link zukommen, der zum Fragebogen führt. Und exklusiv für meine Abonnenten und als riesen Dankeschön für die geile Zeit bisher werte ich den natürlich dann auch aus. Und das sieht dann aus wie ein kleiner psychologischer Befund. Ihr werdet es dann per E-Mail sehen. Und auf jeden Fall wäre es super geil, wenn ihr jetzt noch das Video liked und hier die Videos anschaut, abonniert, auf Social Media vorbei. Schaut, ja, dauert nicht lange und einfach nur ein Hallo da lassen. Wäre geil und ich hoffe, wir sehen uns einfach zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.